Hallo und herzlich willkommen bei English with Susan. Heute geht es um das kleine Verb have. Und eigentlich ist es gar nicht so klein. Es ist nämlich gar nicht so einfach und es wird ziemlich oft verwechselt. Und das klären wir jetzt einfach einmal auf. Fangen wir an mit dem Verb to have im Simple Present. Und bevor ich mich auf das Verb to have stürze, machen wir einfach ein anderes Beispiel. Und ich hoffe, dass es daran deutlicher wird. Wir sind jetzt im Simple Present, in der sogenannten regelmäßigen Gegenwart. Wenn Sie darüber mehr erfahren möchten, ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, auch auf diesem Kanal. Wenn ich einen Satz im Simple Present habe, dann benutze ich ja den Infinitiv. Nur bei he, she, it kommt ein S mit. He, she, it, das S muss mit. Also wenn ich sage, Peter writes a book, dann ist das S in der dritten Person Singular Pflicht. Genauso ist es Pflicht, dass in der Frage und in der Verneinung die Form von du bzw. das verwendet wird. Auch das erkläre ich in meinem Video über die Gegenwartszeiten genauer. Das heißt, wenn ich also den Satz Peter writes a book verneine, dann wird daraus Peter does not write a book und Fragen gebraucht, does Peter write a book? Nur, dass es einmal klar ist, ich komme jetzt zu dem Verb have, aber in meinem Satz mit Peter, der das Buch schreibt, ist das Wort write das eigentliche Verb, das sogenannte Vollverb meines Satzes. Wenn ich jetzt dieses Vollverb write durch das Vollverb have ersetze, dann ist in der dritten Person Singular ein has notwendig. Also statt Peter writes a book, sage ich Peter has a book. Peter hat ein Buch. Und wenn ich das verneine, mache ich das genauso wie bei dem Wort write, weil have hier ein Vollverb ist. Das heißt, bei einem Vollverb brauche ich auch ein Du, in meinem Fall ein Das, um eine Frage und eine Verneinung zu bilden. Aus dem positiven Satz Peter has a book wird also Peter doesn't have a book. Grammatikalisch genau das gleiche wie Peter does not write a book. Auch in der Frage, does Peter have a book, hat Peter ein Buch. Genau das ist die große Gefahr. Und ganz häufig kommt gerade in der Verneinung die Frage auf, aber ist, man kann doch hasn't sagen, weil es hasn't gibt. Ja, gibt es, auf das gehe ich später ein, aber es hat eben hasn't, ist eben keine Verneinung von Peter has a book, wenn es als Vollverb benutzt wird. Gucken wir uns das noch einmal in der Vergangenheit an, im sogenannten Simple Past. Auch da wieder mein Beispiel mit Peter wrote a book. Auch da wieder ist write, wrote, written das eigentliche Verb, das sogenannte Vollverb. Wenn ich das verneine, brauche ich wieder eine Form von to do. Da ich aber in der Vergangenheit bin, wird do zu did. Auch das erkläre ich näher in meinem Video über die Zeit der Vergangenheit, auch auf diesem Kanal. Aus meinem positiven Satz Peter wrote a book wird also Peter didn't write a book. Und auch die Frage heißt, did Peter write a book? Auch da ist wrote oder write das Vollverb meines Satzes. Wenn ich das also dieses Vollverb write ersetze durch have, aber in der Vergangenheit wird aus have had, dann wird aus meinem Satz Peter had a book. Und da ist had wieder das Vollverb. Und daraus wird in der Verneinung Peter didn't have a book. Grammatikalisch das gleiche wie Peter didn't write a book. Write und have sind hier die Vollverben. Und deswegen ist hadn't, was es gibt, aber eben in ganz anderer Form, nicht die Verneinung von Peter had a book. Auch wenn das viele im Kopf haben und das immer so gesagt wird. Und als Frage auch gleiche Regel, ich benutze wieder ein did. Did Peter have a book? So, und jetzt hoffe ich, das aufzulösen, das Rätsel, warum ich hasn't oder hadn't irgendwie im Kopf habe und es aber trotzdem falsch ist. Natürlich gibt es hasn't oder hadn't, aber dann nur als sogenanntes Hilfsverb. Und zwar hasn't gibt es, aber nur und zwar ausschließlich in einer zusammengesetzten Zeit, nämlich dem Present Perfect. Und das Present Perfect wird gebildet aus has plus dritter Verbform. Also, he hasn't written a book yet. Er hat also noch kein Buch geschrieben. Auch zum Present Perfect habe ich ein Video gemacht. Und das hadn't gibt es auch. Aber auch da ist hadn't
nur ein Hilfsverb, was einem eigentlichen Verb dabei hilft, eine Frage oder eine Verneinung zu bilden. Diese Zeit heißt übrigens das Past Perfect auf Englisch und das entspricht dem deutschen Plusquamperfekt. Hat T geschrieben, liegt also weiter noch zurück in der Vergangenheit als das Simple Past. Wenn ich also sage, he hadn't written a book before he started his job, dann hatte er nicht das Buch geschrieben, bevor er seinen Job angefangen hat. Also das Schreiben des Buches liegt, oder nicht schreiben in meinem Fall, liegt weiter zurück als sein Job. Ich wiederhole, hasn't oder hadn't sind hier Hilfsverben. Das Wort have kann also sowohl ein Vollverb, wie in den ersten beiden Folien sein, oder ein Hilfsverb. Wenn es ein Hilfsverb ist, steht es aber in zusammengesetzten Zeiten. Und dann ist es hilft es nur einem Vollverb, in meinem Fall jetzt write, wrote, written, dabei vollständig zu werden. Dann gibt es noch einige Redewendungen, bei denen have benutzt wird. Ich habe die wichtigsten hier zusammengestellt. Zum Beispiel, wenn ich sage, I have lunch now, also ich esse jetzt zu Mittag, because I didn't have breakfast. Auch da kann man wieder erkennen, have ist hier das Vollverb. Und ein Vollverb wird verneint mit einem Hilfsverb, do oder in der Vergangenheit did. Dann, wenn ich etwas esse oder trinke, dann sage ich, I have a cup of tea or I had a cup of tea oder I had a pizza. I have a dream, I have an experience or an accident. Oder auch wenn ich mich mit jemandem auseinandersetze, kann ich zum Beispiel sagen, we didn't have an argument, we had a discussion. Beides ist simple past und bedeutet, wir hatten keinen Streit, sondern eine Diskussion. To have an argument heißt sich streiten, einen Streit haben. Auch da sehen wir, das eigentliche Vollverb ist have und in der Vergangenheitsform had und in der Verneinung didn't have. Für diejenigen, die jetzt sagen, aber es gibt doch auch have got, was auch haben heißt auf Deutsch, ja, gibt es. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht, weil have got und have manchmal, aber eben nicht immer gleich verwendet werden können. Für Fragen, für Anregungen oder für Übungen freue ich mich über Ihr Feedback und ansonsten freue ich mich über den Daumen hoch. Vielen Dank and see you next time.